gerade am Pekinger Flughafen gelandet. Gerade aus dem Flugzeug hier ausgestiegen. Aufgrund der hohen Nachfrage wollte ich das einfach nochmal auf Deutsch machen, das Video. Weil viele Leute mich immer fragen, wie geht es eigentlich weiter, wenn ich in Peking gelandet bin. Das ist ganz einfach. Wenn wir hier aus dem Flugzeug aussteigen, sehen wir direkt das Schild Transfer. Das ist ein gelbes Schild und dem folgen wir einfach. Das ist jetzt natürlich der Fall, wenn wir in Peking landen und dann einen Anschlussflug möchten in eine andere Stadt in China. Also ich arbeite seit fast 6 Jahren, seit 5,5 Jahren in Harbin. Deshalb fliege ich jetzt von Peking nach Harbin. Andere Leute fliegen vielleicht jetzt nach Xi'an oder andere schöne Städte. Andere steigen hier in Peking aus. Und die Frage, die ich ganz oft bekomme, ist, ob man denn sein Gepäck hier abholen muss oder nicht. Und das ist ganz einfach zu beantworten. Es kommt darauf an, mit welcher Fluggesellschaft ihr unterwegs seid. Ich fliege meistens mit Air China und da ist das kein Problem, da geht das Gepäck durch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Gepäck durchgeht oder nicht, dann fragt ihr einfach direkt nach. So, also hier sind wir jetzt. Nächste Station ist die Fingerabdruckstation. Das müsst ihr machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, könnt ihr einfach da diesen Zettel da benutzen, diesen Okay-Zettel. Und alles andere ist dann okay, ja. Also, ich habe den jetzt einfach mal dabei. Und den könnt, wenn ihr den einmal ausgedruckt habt, könnt ihr den immer wieder benutzen. Deshalb lag der auch wahrscheinlich hier. So, dann laufen wir durch eine Temperaturerkennungsfieberstation hier. Das wurde irgendwann mal eingerichtet für die Schweinegrippe. Und jetzt kommen wir an die Immigration Inspection, also an die Einwanderungsinspektion hier. Wir sehen hier die Schilder rechts, Domestic Transfer. Domestic heißt im Inland, wir fliegen im Inland weiter, das ist richtig. Wir fliegen weiter nach Harbin. Andere Sachen haben wir international, international, Hongkong, Macau, Taiwan, Transfer. Da gehen wir weiter geradeaus. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Korea weiterfliegen, da müssten wir jetzt ganz da hinten rechts in die Schlange laufen. Machen wir aber nicht. Deshalb gehen wir hier gleich nach rechts, wo die blauen Schilder sind. Und ja, steht sowieso alles ausgeschildert. Weigoren. Und wir müssen vorher, bevor es hier weitergeht, noch eine Arrival Card ausfüllen. Das erkläre ich ganz kurz, wie das funktioniert. Eine, die noch nicht benutzt ist vielleicht. Ja, und zwar füllt ihr hier euren Familiennamen, Given Names, also Vorname und zweiter Vorname, ganz wichtig. Genauso wie es im Reisepass steht. Nationality schreibt ihr der German. Reisepassnummer und die Adresse in China, wo ihr hingehen wollt. Da reicht in der Regel die Stadt aus, wo ihr hin wollt. Also da muss nicht unbedingt die Straße dabei sein. Vielleicht die Institution, wenn ihr dort arbeitet, die Uni oder wenn ihr jemanden dort besucht, die Uni vielleicht. Geburtsdatum, Visanummer, wurde das Visum ausgestellt, Flugnummer. Ja, und dann hier halt männlich, weiblich und was ihr da machen möchtet in China. Seid ihr hier Studenten? Studiert ihr hier? Seid ihr zu Besuch hier? Habt ihr ein Touristenvisum oder besucht ihr Verwandte? Habt ihr ein Privatvisum? Oder arbeitet ihr hier? Employment, ist das bei mir der Fall? So, dann fülle ich das kurz aus und dann sind wir wieder bei euch. So, wir sind das gerade durch diese Immigration Inspection durchgegangen. Und wir folgen jetzt weiter Domestic Transfer.
wenn wir hier diesen Pfad nehmen, wir folgen immer dem gelben Schild, Domestic Transfer, dann gehen wir hier durch diese Tür und dann geht es eine Rolltreppe runter und dann kommt da so ein kleiner Zug, eine kleine Bahn und die bringt uns dann an unser Terminal. Die kommt jetzt genau richtig. Die kommt alle paar Minuten, hier steht ja alle 3 Minuten, also steht relax, steht dabei hier. Alles easy. Mal gucken, wo wir uns da noch reinquetschen. Ja, das könnte knapp werden. Muss man da echt eine später nehmen, mal schauen. Ja. So. Ich habe da schon besseres Footage, bessere Videos zu meinem Aufenthalt in der Bahn. Saß ich ganz vorne, habe schön gefilmt. Da könnt ihr mal mein englisches Video angucken, Arriving in at Beijing Unique Airport. Verlinke ich euch einfach mal. Öffnet sich jetzt nicht. Also es gibt hier Züge links und rechts. Ihr könnt in beide einsteigen, das ist völlig egal. Und dann habt ihr schon die Terminals angeschrieben. Terminal 3E, Terminal 3D und Terminal 3C. Wo müsst ihr da aussteigen? Das sehen wir gleich an einem kleinen Schild. Sobald wir dann im Zug drin sind. Quetsch, quetsch. So, da sehen wir schon. Also da haben wir das blaue Terminal T3C. Da müsst ihr hin, wenn ihr eure Koffer holen müsst. Da gibt es aber auch die Transfers. Im T3D sind die Domestic Departures und im T3E sind die internationalen. This train is about to leave and it will arrive at Terminal 3C in 4 minutes. Please stand clear of doors and hold the handrail. In der Regel fährt man hier einfach durch. Also selbst wenn man sich nicht sicher ist, man steigt einfach da aus, wo alle aussteigen. Da macht man in der Regel nichts verkehrt. Für die Leute, die in Peking aussteigen, habt ihr schon das Schild Exit. Das ist das Terminal 3C, das blaue. Also da steigt ihr aus. Und, ja. Das T3D ist Brunei. Da seid ihr innerhalb vom Land dann unterwegs. Und ich achte da. Arrivals, Transfers and Passengers for Baggage Claim. Please get off the train at Terminal 3C. Also ich achte da nie so genau drauf. So, ihr seht ihr an diesen Lichtern, die da blinken, wie weit wir noch entfernt sind. So, und ihr merkt, der ist jetzt schon an der T3D durchgefahren. Also das hat jetzt auch dann eben die Verwirrung aufgelöst bei vielen Leuten, die mich dann fragen, ja, was ist denn dieses T3D eigentlich, wenn da steht Domestic Departures. Wir haben ja diesen Innerlandflug. Warum müssen wir da nicht aussteigen? Ja, ganz einfach, weil er da nicht hält. Manchmal fliegt euer Flug vom Terminal T3D ab, dann fährt euch aber ein Shuttlebus dahin. Na, auch ziemlich schnell. Also ich glaube, das haben die aufgelöst, dass man hier aussteigen muss oder kann, weil viele Leute da nicht Bescheid wissen. Man fährt generell einfach durch und steigt da aus, wo alle aussteigen. Das ist in der Regel das Terminal 3C. Und dann sind die meisten Probleme dann auch gelöst. Wenn wir da aussteigen, dann kommt ein kleiner kritischer Punkt, wo wir sehr aufpassen müssen. Das zeige ich euch dann gleich. Wir steigen jetzt in Terminal 3C aus, auf der anderen Seite, Gott sei Dank. Und dann laufen wir einfach weiter. Wir folgen schon wieder dem gelben Schild Transfer.
Es ist immer das Gleiche. Nur etwas weiter hinten kommt ein, wie ich schon sagte, ein kritischer Punkt, wo wir ein bisschen genau schauen müssen. David pickelt die ganze Zeit geradeaus. Hier laufen nur geradeaus, folgen dem Schild Transfer. Immer noch geradeaus, gleiche Strecke, schon ein bisschen weiter vorne, und jetzt kommt gleich der springende Punkt. Wir folgen jetzt dem gelben Schild wie immer, Domestic Transfer. Da biegen wir einmal links ab. Und viele Leute laufen dann weiter geradeaus. Hier könnt ihr übrigens euer Gepäck abholen, falls ihr es abholen müsst. Und wir biegen jetzt sofort nochmal links ab. Das sieht man nämlich auf den Schildern hier nicht. Also zweimal links abbiegen, nicht vergessen. Gehen hier durch, manchmal ist hier eine kleine Sicherheitskontrolle. So, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, hier nicht rechts laufen, sondern links laufen, die Rolltreppe hoch. Da bin ich zumindest am Anfang zwei, dreimal falsch gelaufen. Also in diesem Falle, nur in diesem einen Falle, nicht dem gelben Schild folgen, sondern links durch die Tür die Rolltreppe hoch. Und dann kommen wir schon oben an. Auf dem Hauptfloor vom Pekinger Flughafen. Dann gehen wir durch die Sicherheitskontrolle nochmal durch. Und dann sind wir für Chunyang Security Check. Und dann war's das. Das war's dann. Das war die ganze Prozedur. Also, ich hoffe, da ist nicht zu viel los. Dann machen wir die Kamera nochmal aus. So, und schon sind wir durch. Durch den Sicherheitscheck, ganz easy. Und da sind wir am Pekinger Flughafen. Wir sehen schon unsere Flüge, Harbin. Jetzt genießen wir erstmal hier schön den Sonnenaufgang über den Pekinger Bergen. Wunderschön, schaut euch das mal an hier. Richtig toll. Ich hoffe, das kommen wir für GoPro einigermaßen rüber. Sehr schön. Ja, sehr schön. Also natürlich können wir hier erstmal an eine größere Tafel laufen, um uns so einen kleinen Überblick zu verschaffen, bevor wir hier in das kleine Ding laufen. Aber es ist einfach schön, wenn hier die Sonne aufgeht über den Bergen. Deshalb zieht mich das eigentlich immer erstmal hier hin. Und ja, ist halt schön, man merkt das sofort, man ist wieder in China. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ist das Wald dahin oder sind das Berge? Manche Geschäfte sind noch geschlossen. Jetzt ist, ich glaube, so 5 Uhr morgens. Gut. Können wir uns ja erstmal einen frischen Orangensaft hier pressen lassen oder irgendwie Nudeln reinziehen, wie die echten Chinesen das machen. Also ich stehe mit ihrem Ding hier und dann wird da einfach heißes Wasser drauf gegossen. Sehr schön. Ja, und natürlich können wir jetzt erstmal unser Handy hier gleich mal aufladen und die GoPro aufladen und ja, mal alles so aufladen, was man so braucht. Ja, gute Nachrichten. 7.40 Uhr geht mein Flug. Das heißt, ich habe jetzt noch schön Zeit. Ich werde mir jetzt hier nach ganz chinesischer Manier eine Ladung Fertignudeln geben.
das perfekte Frühstück. Und dann kriegt ihr einen schönen Zeitraffer hier vom Fenster. Sehr schön. Mal gucken, was die kosten hier, die Dinger. Guck mal, Macadamia-Schokolade. Nicht schlecht. So. Überlegen. Oh, ist gar nicht so teuer. Wir haben hier Garnele. Wir haben hier so ein bisschen Chili-Nudeln. Ich glaube, ich habe Bock. Spicy Pork Bone Nudeln. Also was ich nicht so mag, sind so diese sauren Nudeln, wo so irgendwie so saures Gemüse, so Sauerkraut-Style drin ist. Ja, das sind die Standarddinger hier. Rindfleischnudeln, scharf. Aha. Ja. Also ich glaube, ich werde mir hier so ein Standardding gönnen für 12 Yen. Pork Bone Nudel. Ja. So, gut. Also ich habe es mit meinem Handy gezahlt. Das geht ja einfach schneller und einfacher. Boah, jetzt freue ich mich gleich auf den Sonnenaufgang. Jetzt ganz schnell mit den restlichen Leuten hier Wasser geholt. Und ein Frühstück reingeschlabbert. Schauen wir mal, wie die das hier machen. Ah, die haben das alles schon aufgerissen. Oh, sicher. Ja. Ah, der. Sicher. So, die nette Dame hat mir gerade geholfen, hier Wasser reinzufüllen. Ich bin doch noch kein Experte. Perfekt. Was gibt es Schöneres als mit den anderen Chinesen hier morgens beim Sonnenaufgang eine Fertignudelsuppe zu schlürfen? So. Damit wir den Zeitraffer hier es auch schön hinkriegen, kommt jetzt gleich mal ein neuer Akku rein. So, ja, während der Zeitraffer hier läuft mit der GoPro, wollen wir mal gucken, was die Nudeln machen. Die sollte man natürlich ein bisschen abgedeckt hier ziehen lassen. Und ja. Die müssen noch ein bisschen durchweichen. Also die Technik ist eigentlich hier so den Deckel zuzumachen und dann irgendwie die Gabel da so reinzustecken, damit das hält. Aber naja, da bin ich noch nicht so fit drin. Hauptsache mit den Chinesen morgens ein Süppchen schlürft. Sehr schöner Sonnenaufgang. So, und jetzt sind die Nudeln langsam genießbar. Guten Appetit. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Sonnenaufgang hier heute Morgen in Peking. Richtig nice. Also die Berge hinten war schön. Ich habe mich eben nochmal mit meiner anderen Kamera ein bisschen genauer aufgenommen. Ja. Immer aufpassen, dass man nichts liegen lässt irgendwo. Dass man nichts vergisst, weil es sind doch so viele Sachen, an die man hier gleichzeitig denken muss. Und ja, am besten irgendwie immer Reisepass und ja, was weiß ich, Geldbeutel oder alle wichtigen Dokumente immer in eine Tasche machen. Ja, guck, da fahren noch hier die Fahrräder morgens rum. So. Könnten wir uns ja gleich nochmal einen Orangensaft ziehen. Ah, da ist wohl der Feueralarm angegangen. Da hat wohl einer geraucht auf dem Klo. Rauchen darf man
auf dem Pekinger Flughafen seit, ich glaube, 2015 oder 2016 nicht mehr. Und wenn man da beim Rauchen erwischt wird, wird das richtig, richtig teuer. Ich sehe das hier auch, ne? Also, ich sage, wir gucken uns das mal an. Oh, ich glaube, hier kann man besser frühstücken als die Fertignudeln. Das ist dann für die besser Betuchten. Ich hole die Billignudeln und dann einen Kaffee vom Costa, ja. Das ist schon fast typisch deutsch. Aber naja, oha. Das sieht schon nach neuer Gesichtserkennung hier aus, diese Dinger. Neue Scanmaschinen. Aha. Ja, mal gucken, was das gibt. Cooles T-Shirt. I don't need to be saved. Nee, also hier war wie erwartet kein Klo mehr. Nudelsuppe und Sandwich und Kaffee und schöne Aussicht auf die Berge hier. Also einen Kaffee kann man sich jetzt definitiv noch gönnen. Wunderschöne Stimmung hier morgens auf dem Pekinger Flughafen. Ist doch nichts Besseres als einen schönen Kaffee, sich beim Costa Kaffee zu gönnen, auch wenn der vermutlich ein halbes Vermögen hier kostet. Das werden wir gleich mal abchecken. Und es ist immer interessant, wenn man hier irgendwelche Leute trifft, Leute, die man lange nicht gesehen hat, die man dann zufällig trifft. So, mal gucken. So. Mal schauen. Ja. Laibe Cappuccino und Dale. Sancho Quite, der war. Ah. Also der kostet 35 hier, ein großer Cappuccino. Der kleine kostet 29 und der mittlere kostet 24. Ah, nicht so. Da werde ich jetzt gescannt. So. Genau, also der mittlere kostet 32, der große 35. Boah, das sind umgerechnet etwa 5 Euro. Aber naja, man gönnt sich's dann. Gibt auch Waffeln dabei. Tja. So. Massimo Cappuccino. Na, das essen auch Chinesen hier, Frühstück. Ich glaube, da hinten gibt's auch Croissants oder sowas, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Nichts Besonderes. Da gibt es auch andere tolle Sachen. Also was haben sie da noch hier? Mokka. Das sind alles ungefähr die gleichen Preise, also ich sag mal so, ob groß oder mittel oder klein, das schenkt sich nichts, das kostet alles gleich viel. Also am besten seid ihr zwei Personen und teilt euch einen großen Kaffee oder sowas hier.
Espresso gibt es auch. Doppio 21, normaler 16. Ja, ist halt etwas teuer, aber dafür ist es Flughafen. Vermutlich nicht teurer als in München, schätze ich jetzt mal. So, jetzt haben wir uns wieder was gegönnt für heute. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, da macht das schön Cappuccino mit ganz professionell mit Espresso gemacht, aufgeschäumter Milch. Also, das machen die so, wie die das machen müssen. Schokopulver drauf, jawohl. Ach, sicher. So, wir holen uns so ein Ding hier mit. Ja. Ich auch. Bye, 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 bye. So. Dann, ich sagen, genießen wir mal. Hoffentlich bei einer schönen Aussicht. Oh ja, ich glaube, da geht gleich einer hoch. Gucken, ob ich den noch kriege, ganz schnell. Ja, das können wir wirklich bei einer schönen Aussicht unseren Cappuccino genießen. Also ich finde den Pekinger Flughafen unheimlich entspannt. Bis auf diese Sicherheitskontrolle. Gucken, ob wir das hier sehen, ob der gleich hochgeht. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ja, der gibt zumindest Gas und da hebt er ab über den Pekinger Bergen. Ja, sehr schön. Ich hoffe, man kann es sehen. Ansonsten, ja. So, ja, jetzt fällt man schon irgendwie wieder hier, obwohl man gerade in die chinesischen Essgewohnheiten reingekommen ist, fällt man jetzt schon wieder in die europäischen zurück. Es geht eben doch nicht viel ohne Kaffee morgens. Hier ist übrigens die Air China Premium Lounge, das ist für die Leute mit Business Class Ticket und First Class Ticket. Die können sich hier die Füße hochlegen, ein bisschen ausruhen. Ja, jemand Lust auf Hühnerfüße zum Frühstück? Ah ne, das sind Herzen, Entschuldigung. Ja. Und Gänsezungen. Das ist dann doch wieder etwas gewöhnungsbedürftig. Auch interessant. Aha. War nicht so teuer. Ja, die ganzen Duty-Free-Shops hier sind natürlich auch durchstöbernswert. Schauen wir gleich noch mal, wann das Flügchen hier geht. Chongqing ist gecancelt, interessant. Oh, ist noch nicht drauf. Okay, dann dauert es wohl noch ein bisschen. Das sind Xiaomi-Geräte hier. So, da haben wir hier Starbucks, okay. Können wir ja mal testen, was besser ist. Auf meinem Snack-Channel, der Snacker. Verlinke ich euch mal oben, könnt ihr mal reinschauen. Da snacke ich mich durch alle Weltherrenländer Snacks durch. China, Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter. So, jetzt muss ich unbedingt mal irgendwo mein Handy aufladen. Was auch immer anstrengend ist, ist diese Zeitumstellung. Es ist ganz früh am Morgen und ich werde langsam müde. Man muss sich jetzt echt darauf einstellen, dass der Tag jetzt anfängt. Man muss einfach durchziehen, ey. Boah. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt langsam ins Bett gehen, ja, und es geht gerade die Sonne auf. Gefährlich ist dann, wenn man irgendwie um 4 Uhr mittags ins Bett geht oder um 3 Uhr mittags und denkt, man könnte mal kurz schlafen
Und dann wacht man um 7 Uhr abends auf und ist die Nacht gelaufen. Ja, ist immer diese Zeitumstellung. Also von Deutschland nach China finde ich es immer anstrengend. Von China zurück nach Deutschland ist kein Problem. Da wacht man um 5 Uhr morgens auf oder so, dann schlafe ich das Jetlag quasi weg. Aber hier, boah, das ist immer, das brauche ich immer ein paar Tage und heute Nacht war es nicht so gut. Nicht so gut geschlafen. Beziehungsweise ich, ja, sehr kurz halt geschlafen, ein paar Minuten so gefühlt. Und jetzt würde ich mich gern hinlegen, jetzt fängt der Tag an. Das ist sehr gefährlich. Mal schauen. Ein FC Bayern München Fan. Ah ja, dieses Motion Sensing Game, das haben wir schon mal gespielt. Da scheint jetzt Pause zu sein. So, jetzt laden wir hier erstmal an der Ladestation unser Handy auf. Wir brauchen natürlich das Ladekabel, sonst funktioniert das alles nicht. Gucken, ob das hinhaut. Ja, ich finde das alles so entspannt hier. Also vor allen Dingen morgens finde ich es hier schön. Nachts, jawohl, der lädt schon. Sehr gut. Nachts ist es jetzt nicht so prickelnd. Aber ja. Das ist alles ziemlich gut. Also ich persönlich habe jetzt gehört, weil ich persönlich finde den Pekinger Flughafen ganz okay. Ich habe halt gehört, der Shanghaier sei nicht so toll. Hier ist schön leer, kann man sich überall hinlegen. Aber so mit Duty Free und sowas wie in München ist hier nicht so, ne? Also kannst du ein paar Geschäftchen, kann man durchlaufen, aber München hat da so zum Shoppen ein bisschen mehr zu bieten. Jawohl. Also erstmal chillen und Kaffee. Kaffee ist gut. Gut. Also, ich denke, das Video können wir hier beenden. Ich steige gleich ein nach Harbin. Das werdet ihr noch sehen. Und ja, ich dachte, ich mache jetzt mal ein Video auf Deutsch über den Pekinger Flughafen. Weil ich habe es schon so oft auf Englisch gemacht. Und da haben mich immer wieder Leute gefragt, wie geht das, wie geht das? Wo muss ich da hin, wo muss ich da hin? Und ja, es gibt ja auch viele Deutsche, die hier in China unterwegs sind. Ich, wie gesagt, ich arbeite ja selbst schon fast seit 6 Jahren hier in China und die Zeit vergeht einfach so schnell. Und da dachte ich, ich mache das Video nochmal schnell. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Pekinger Flughafen oder zum Reisen hier generell, auch in China Visum oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, oder wenn ihr arbeiten wollt in China als Lehrer, kann ich euch weiterhelfen. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar. Und ja, vielen Dank auch für eure Unterstützung auf Patreon. Spendet mir einfach mal 1 Euro. Kann ich mir mehr Kaffee kaufen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Liebe Freunde, seid sehr nett. Bye, bye.